So Leute, willkommen zurück zu Darkest Dungeon. Ich habe mich im letzten Part entschieden, ich mache den Schweineprinzen jetzt endgültig alle. Dafür nehme ich Bonnie mit. Der liebe Kirky ist natürlich auch dabei. Obwohl, bei Bonnie möchte ich nochmal kurz überprüfen. Ja, obwohl, sie hat ja eigentlich von Skills und allem, sollte sie eigentlich perfekt aufgerüstet sein. Ja, nicht perfekt, weil sie ist noch Level 1, aber zumindest gut genug. So, Kirky, du nimmst natürlich die Spitze, Bonnie nimmt Platz 2, Mirage nimmt Platz 3 ein und die liebe Ella Platz 4. Proviant nehmen wir ordentlich mit, auch wenn es halt auf die Geldbörse geht, aber wir müssen den Platz fertig machen. Die Wege und Rituals von Blutsacrifice sind schwierig zu meistern. Those from beyond require a physical vessel if they are to make the crossing into our reality. The timing of the chants is imperative. Without the proper utterances at precise intervals, the process can fail spectacularly. Ich habe mir schon eine Strategie für den Schweineprinzen überlegt. Und ich glaube, ich weiß sogar, wo er steht. Und es steht uns natürlich erstmal was im Weg. Aber das sollte für dieses Team eigentlich nicht wirklich ein Problem darstellen. Ganz ehrlich, dieses Team ist nämlich darauf ausgelegt, Feinde recht schnell zu erledigen. Besonders mit sowas hier, mit dem ich Mariken kann. Und Bonnie ist bei gemarkten Targets noch stärker. Also, diese Technikkombination, die die hier an den Tag legen, ist eigentlich perfekt. Können wir noch was dann? Ja. Und weg. Confidence surges as the enemy crumbles. Ihr seht, die Feinde hier sind eigentlich völlig machtlos gegen uns. Aber wir haben ja noch nicht gewonnen. Der Schweineprinz ist ja hier der Hauptfeind und auch der schlimmste Gegner. Oh Gott. Das hat er wieder einen negativen Effekt. Nein. Der hat zumindest resistet. Wegen der gelben Schrift dachte ich eigentlich, dass nein, das einen positiven Effekt hätte. Aber hat es nicht. Oh, wir scouten. Damit sehen wir auch, ob da der Boss ist oder nicht. Ist er nicht. Dann ist er unten rechts. Dann können wir gerade wieder zurücklatschen. Ja, esst ruhig. Ihr habt genug dabei für das. Ist aber gut. Dann wissen wir jetzt zumindest, wo sich der Boss befindet. Oder wir haben eine Vermutung, wo er sich befinden könnte, aber wo es wahrscheinlich ist. Ein Haufen Knochen. Nein, nein, da muss heiliges Wasser... Okay. Ich halte schon meine Klappe. Der Schweineprinz ist halt jetzt so ein bisschen die letzte große Hürde, die uns hier noch entgegensteht. Mal gucken. Stun, Stun. Ich hätte sie auch töten können. Kann ich die? Die kann ich töten. Nein, kann ich nicht. Und du hast kein Zealous Accusation. Aber zumindest eine Made kannst du umbringen. Ja, Graven Nibble. Ella nicht stunnen. Gut. Du musst nämlich gleich noch heilen. So, die Made bringt der gerade mal um. Du heilst dich gerade mal kurzerhand selber. Das Beste, was du tun kannst. Und Bonnie haut die Made tot. A trifling victory. Ach, hier ist gar kein Trifling Victory. Weil wir jetzt mal Schaden genommen haben, oder was? Das bisschen. Gut. In beiden Fällen erwartet uns ein Kampf. Ich nehme den hier, das ist der kleinere. Ja, der macht schon wieder Stress hier, aber sie trifft nicht. So. Fangen wir gleich mal hier mit ein bisschen Zaubern an. Ah, mein Skelettchen. Bist gestunt. Tot. Ja, komm, finish das Skelett. Da war es nur noch eine. Na, Bonnie, du musst treffen. Sonst kannst du nicht stunnen. Gleich mal wieder hier Debuff drauf und schön markieren. Stun drauf. Ja, ihr seht ja, diese Feinde hier, die sind... Wir sind eigentlich total machtlos gegen uns.
warum die uns überhaupt herausfordern, weiß ich nicht. That overconfidence is a slow and insidious killer. Probier's? Ah, nee. An einem rostigen Messer geschlitzt. Das ist nicht schön. Ich werde hier aber campen. Ja, jetzt fragt ihr euch bestimmt, du hast volles Leben, warum gehst du campen? Ich will Skills verbessern. Is a goal without hope. So, du machst das auf jeden Fall bei dir. Mehr Accuracy und Crit, das kriegt er. Ich wende es auch nochmal auf dich an. Gut, wie haben wir noch? Dann mache ich das hier. Und Stress Resist mache ich mal auf ihn. Gut, dann rasten wir. Ja, ihr seid auf alles vorbereitet, ich weiß. An die Bücher gehen wir nicht. Muss ich mal gucken, dass Bonnie hier die Falle entschärft. Ich hoffe, die kriegt das hin. Nein, kriegt sie nicht. Aber sie resistet. So. Zumindest das mal wieder, dass der Schaden da weg ist. Und jetzt. Hier ist er. Mein persönlicher Lieblingsgegner, der Schweineprinz. Nein, ich hasse dieses Vieh. Abgrundtief hasse ich es. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Kommt es von meinem Computer? Ich fürchte, es kam von meinem Computer. Ich weiß nicht, was es war. So. Kann man das Vieh stunnen? Nee. Gut, und gleich mal hier drauf. Gekrittet wäre mir lieber gewesen. Ja, deswegen muss man das kleine Vieh wegmachen, sonst sind gemarkte Charaktere immer gleich dran. And this one. Nicht auf Bonnie gehen. So, du heilst dich als erstes mal. Zumindest, dass du von Death's Door weg bist. Ich gebe noch nicht auf. Ja, aufgeben ist ja auch doof. Er resistet. Aber er hat zumindest ein bisschen Schaden davon getragen. Du Prinzenschwein. Kann ich Wilbur finishen? Nein. Ich könnte Wilbur aber eigentlich stunnen. Und nach vorne ziehen. Vorne hat Wilbur nämlich deutlich weniger zu lassen. Bonnie zwar gerade auch nicht. Aber Wilbur dafür noch weniger. So, dann machen wir nämlich hier gerade mal das hier. Jetzt ist er nämlich gemarkt. Und da freut sich Bonnie. Macht dem nämlich jetzt ordentlich Schaden. So, du kleines Mistschwein. So. Oh ja, 28er Crit, der Schweineprinz. Diesmal ist er zu weit gegangen. Na, jetzt wird er wild. Und haut einfach mal drauf. Soll ich nochmal oder soll ich hier Debuff? Debuff. So. Mein Schweinchen schlau hier vorne überlebt leider. Machen wir es erstmal weg. Das Wilbur aus dem Weg. Das ist nämlich jetzt nur noch unser Schweineprinz da vorne. Ja. Der enraged mal wieder, aber er ist schwächer geworden. Das merkt man ihm deutlich an. Das ist doof, dass unsere beiden Heiler jetzt gerade ein Problem haben. Death's Door. Beide an Death's Door. Und ziemlich viele Leute. Oh Gott. Hold fast or expire. Zwei Deathblows. Oh Gott. Ich werde dich abbrechen. Ich werde nicht abbrechen. Ich versuche mein Glück. Nein, du musst mehr Schaden machen. Survival is a tenuous proposition in this sprawling tomb. Death's Door, aber sie leben noch. Stunt. Das ist halt echt eine verdammt knappe Sache. Ein richtiger Crit und das Vieh wäre weg. Naja, Bonnie ist hin. Los, komm, jetzt hau den Witz weg. Ja!
Kirky, du bist mein Held. Bonnie, ich werde dich auf jeden Fall wieder zurückholen. Also du wirst wieder... Achso, hatte keinen Effekt. Du wirst wiedergeboren. Darauf kannst du wetten. Dein Opfer ist unvergessen. Next. Ja, ich weiß, das hat ihn getötet. Da will ich auch gar nichts zu sehen. Das hat alles getötet. Mann, dieses Schrein, ne? So. Du wirst auf jeden Fall jetzt... Aufgrund des Heldendenkmals wirst du... Ella Reborn genannt. Ja, das ist Heldendenkmal. Das ist echt Heldendenkmal. Ja, wenn Bonnie wieder geboren werden kann, dann wird Bonnie wieder geboren. Weil, Leute, die haben sich geopfert in einem Krieg. Seit wann ist StarCraft 2 ein Steam-Spiel? Das hat er wahrscheinlich bloß hier in Steam verknüpft. Ja, viel gestresst waren sie ja jetzt nicht. Waren ja auch nicht mehr so viele übrig. Das ärgert mich halt schon so ein bisschen. Ja, komm. Machen wir hier ein bisschen was weg. Ich werde hier aber jetzt eh wieder ein paar kleine mitnehmen. Gut, Leute, aber wie lange nehme ich auf? Ja, schon wieder so kurz. Gucken wir mal hier noch ein bisschen rein. Bei Bonnie habe ich hab's halt auch so ein bisschen drauf angelegt. Jetzt gebe es ja zu. Ich war halt jetzt so auf dem Drill, dass wir das schaffen müssen. Und wir haben es ja geschafft. Kirky hat es ja wirklich gepackt, den Schweineprinzen letztlich zu töten. Aber zu welchem Preis? Ja, ja. Apprentice Bounty Hunter. Bounty Hunter. Meet there against the Swine Prince. Swine Prince, Ryan Prince. Leute, ihr habt euer Bestes gegeben und ihr werdet garantiert, ihr seid ehrenvoll gestorben. Gut, Leute, gibt's heute einen kurzen Part. Lasst mir jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darkest Dungeon. Bis dann, euer Wolf.